Interessant. Diese Zukunft gibt es also auch. Wie kann man dorthin gelangen? Obwohl, nein, ich möchte nicht wie in der weißen Gilde sein. Nein, 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 nein. Ich schaue mich mal um in der Kabine, ob ich irgendwas Interessantes finde, sehe. Also keine Weinflaschen. Normalerweise hättest du da welche stehen. Bücherregale sind sehr aufgeräumt. Aber wohl keine schwarze Magie und auch nichts mit Schuppen oder so etwas, was dir entgegenstarrt. Nichts Verbotenes, sondern sehr akkurate, gestapelte Kodizes. Der Codex Albyricus, irgendwelche Rechtsregelwerke, wie man mit Zwergen agiert, wie man mit Elfen agiert. Das sind neueste aventurische Boten, der Hesindespiegel, also alles sehr adrett und akkurat in weißen Regalen einsortiert. Langweilig. Nein, hier möchte ich nicht sein. Ich würde mal in meine Kabine zurückgehen und die Linse wegpacken. Noch bevor du die Tür aufmachst, ja. Ja, wie funktioniert diese Stimmt, Linse? genau. Ich habe vergessen, dass die Linse erst, ja, ich sehe wahrscheinlich beide nackig, oder? Ja, wenn du sie noch anhast, kannst du sie sehen, wie sie sich auf Ich dem habe Bett rumregeln. wahrscheinlich, dann setze ich die Linse, stecke ich in meine Tasche. Ja, das Problem ist, dass du auch nicht zurückkommst in diese ganzen anderen Sphären, die du das letzte Mal gesehen hattest. Also, du hattest ja eigentlich nach dem Abel mir mit Jalan geschielt, der diese andere Übersetzung anfertigt. Das ist jetzt aber der weißmagische Abel mir, der wohl noch Kapitän ist und nicht nur Kapitän, sondern Flottenadmiral, der mit Kalan Horas selbst schreibt und von ihm zahlreiche oder zahllose Schiffe bekommt. Es ist einfach frustrierend. Also, die unendlichen Möglichkeiten, die alle in dieser Sphäre drin stecken. Eigentlich wolltest du zu Bölmaresch durchdringen oder in irgendwelche anderen Göttersphären oder ja, die Sphären zwischen den Welten, zwischen der fünften, sechsten und siebten Sphäre. Du weißt einfach nicht, wie dieses Ding funktioniert. Vielleicht muss ich mich einfach direkt konzentrieren auf bestimmte Orte oder Gedanken oder. Ja, den Ort kannst du sowieso nicht wechseln. Das ist dir schon Ja, klar. Du nee, kannst das ist aber. nur. Ja, aber vielleicht muss ich mich konzentrieren auf bestimmte Eindrücke oder Reflexionen, Gedankengänge, wie ich Ja. das probieren kann, steuern. Das Problem ist, solange du mit dieser Sphärenlinse herumspielst, wird dir die Zeit weiter aus den Fingern gleiten und dann kommt dir irgendwann der Loser an. Ja. Sulamin. 2 Tage. Ich würde Angrosminia beauftragen, dass sie unseren neuen Geschützmeister auf das Schiff einschwört. Denn wir haben ja festgestellt, es kann schlimme Folgen für die Person haben, wenn sie nicht eingeschworen ist. Aber ich würde so ganz nebenbei dafür sorgen, dass Boltax das mitkriegt. Also, dass er nicht das Gefühl hat, das passiert irgendwie hinter seinem Rücken oder so, sondern es ist extra offen. Ja, ich bin ja sowieso die Hälfte der Zeit bei ihr, wenn ich Angroschnabel Genau. mir bin. Also von daher, alles gut. Ja, er schwört auf Angrosch. Ja, das ist mir vollkommen recht. Und dann würde ich mich gerne noch um Tekala kümmern, weil das haben wir ja auch vor uns hergeschoben. Aber dafür würde ich eigentlich zuallererst mal, naja, den Verantwortlichen fragen, möchtest du, dass Tekala bei uns bleibt? Weil das war ja irgendwie eine NSC-Hage. Oh, ihr könnt mit Tekala tun, was ihr auch immer möchtet. Also wenn ihr Tekala vom Bord schickt, dann wird sich vielleicht Diamantis aufmachen, ihn finden. Aber das wissen wir jetzt nicht. Also ich habe da keine Bedenken. Oder keine Einwände. Okay, dann lässt Sulamin den einfach mal rufen und von den anderen kann auch wer dabei sein, wenn ihr mögt, also wer sich dafür interessiert. Ansonsten mache ich das auch alleine. Nur ob er Geld hinterlassen hat. Für Rafim zufällig. Ja, von Abelmir ist sowieso keine Spur seit den letzten 1,5 Tagen zu sehen und zu hören, aber du bist auch ganz froh, wenn du dann die Ruhe hast. Und dann kannst du sehen, Rafim sitzt irgendwie neben dir, wie Tikala reinkommt. Hallo, ihr wolltet mit mir reden? Ja, wie geht es dir, Tekala? Gut, ich kenne mich aus mit den Segeln und ich kann gut klettern. Und gut sprechen. Die Leute bringen mir viel bei. Ja, du sprichst unsere Sprache wirklich hervorragend mittlerweile. Aber nur Tulamidia, kein Gareti.
Das ist sowieso die überlegene Sprache. Ja, das ist tatsächlich richtig. Überlegen ist Moha. Nun, ich glaube, es steht uns allen frei, unsere Muttersprache für die schönste zu halten. Insofern, hast du recht, ja. Wie kann ich euch dienen? Ich höre und gehorche. Weißt du, was passiert ist, Tikala? Warum Diamantis nicht mehr bei uns ist? Ich habe Gerüchte gehört. Diamantis ist ein böser Mann. Ja, aber zu dir war er nie böse, oder? Nein, er war sehr fair. Deswegen ich auch nicht verstehen. Nicht verstehen, warum Diamantis böse. Wir verstehen das auch nicht so richtig. Aber er hat beinahe Rafim getötet. Ich dachte, Rafim kann nicht getötet werden. Das sagen die Männer und Frauen. Deswegen auch beinahe. Nun ja, er hat sich einem Erzdämon verschworen. Das wissen wir inzwischen. Aber was seine Gründe dafür waren, das verstehen wir immer noch nicht so richtig. Die große Spinne. Große Spinne? Ja, die große Spinne. Tabu. Kann ich mit Moesh 5 wissen, dass diese großen Spinnen im Prinzip für ihn die Dämonen sind und alles böse? Im Prinzip schon. Also auch gerade das Wort Tabu, egal mit welchem Mohaha du geredet hast, die haben alle irgendwelche Tabus und das sind alles irgendwelche verbotenen Erzdämonen oder Geister oder irgendwelche Ebenen, die verflucht sind. Also Tabu ist halt immer böse. Und erst von den Kikewanak, das sind eben die Spinnenanbeter, aber da gibt es eben auch gute und böse Spinnen. Ich denke, er versteht, was wir meinen. In seiner Kultur ist das wohl sehr spinnenlastig. Genauer wüsste ich es aber auch nicht. Aber Tabu ist in der Regel irgendwas Verdorbenes, Böses. Geister, das ist jetzt nicht so definiert. Darf ich euer Sklave sein? Diamantis hat dich nie freigelassen, oder? Er hat mich freigelassen. Gleich am ersten Tag auf dem Schiff. Gut. Und du hast dich entschieden, trotzdem zu bleiben? Ihr seid Helden. Das habe ich verstanden. Also. Du kannst weiter bei uns bleiben und weiter lernen. Aber du sollst wissen, dass es jetzt noch viel gefährlicher wird als die Zeit davor. Wir können dich auch irgendwo an Land absetzen. Ich bin Junge von den Kikewanak. Ich kenne Gefahr. Ich würde ihn anschauen und sagen, wir werden vielleicht alle sterben. Er zuckt mit den Schultern. Ich möchte ihn gerne einschüchtern. Okay, das darfst du natürlich tun. Er möchte aber gerne bei euch bleiben, das heißt, er würfelt dagegen. Selbst ja, Beherrschung. Das schafft er. Echt? Ja, das schafft er. Er reckt trotzig sein Kinn. Ich bin von den Kikewanak. Ich will euer Sklave sein. Du wirst nicht unser Sklave sein, aber du kannst uns helfen. Du kannst dabei sein und Leute holen, mit denen ich sprechen möchte. Und von uns lernen. Das mache ich. Vermisst du die Seeschüler? Nein. Sie haben nicht viel gelernt. Sie waren langsam. Ja, sie kennen die Gefahr nicht. Ich kenne Gefahr. Ich habe schon viel Gefahr gesehen. Ich bin groß geworden im Dschungel. Von Meridiana. Gut, dann lerne weiter schnell, Tikala. Und du darfst mein Assistent sein. Er nickt. Was soll ich tun? Ich bin vor der Tür, wenn du was brauchen. Danke. Ich stehe mich zu dem großen Mann. Ja. Naja, das lief ja ganz gut. Ich bin beeindruckt, dass der Junge sich nicht einschüchtern hat lassen, als du ihn so angestarrt hast und ihm gesagt hast, dass wir alle sterben werden. Das ist beeindruckend in dem Alter.
Ja, stimmt, aber diese Moa, die sind hart im Nehmen. Du musst mir übrigens noch helfen. Ich muss mir nachher noch mal hinten den Kopf rasieren. Und du weißt ja, ich komme da nicht vernünftig ran. Gut. Ich muss mich vorbereiten. Worauf bereitest du dich vor? Naja, wenn ich Dere schon verlassen will, dann möchte ich auf der anderen Ebene ankommen und alle mit dieser natürlichen Schönheit, die ich hier darstelle, begeistern. Nun, das ist eine Sache, bei der ich dir selbstverständlich zur Seite stehen werde. Sehr gut, sehr gut. Ich habe mir auch schon mit den Terbonitern also wusstet ihr, wie man einen Mantel vernünftig faltet? Äußerst spannend. Das wusste ich nicht. Eine sehr nützliche Fähigkeit. Ja, ja. Ich habe nochmal über diese Sache nachgedacht, dass Abel mir gegen deinen Willen gehandelt hat. Ich glaube, es war schlecht, sich über deinen Willen hinwegzusetzen, aber ich glaube auch nicht, dass Kor gewollt hätte, dass du auf einem OP-Tisch stirbst. Du bist dafür geboren, auf dem Schlachtfeld zu sterben. Naja, lass es mich so ausdrücken. Für diesen Fehler werdet nicht ihr bezahlen, sondern ich. Und ich denke, ich habe vielleicht schon einen Teil davon geleistet. Mit diesen Worten würde er seine stummlige Hand nach oben reißen. Er ist nicht voll mit Gnade, so wie eure Göttin. Das Opfer, das gefällt ihm. Ich verstehe. Wollen wir mal hoffen, dass er trotzdem bei Rheton sein gutes Wort in die Waagschale wirft, weil sonst wird das für mich wird das ganz übel enden. Nun, dann wollen wir ihn mit unserem nächsten Abenteuer davon überzeugen, dass er dich zurücknimmt. Ja, oder ihr müsst eurer Göttin schöne Augen machen. Das ist meine einzige zweite Chance. Gut, dann lass mich mal deinen Schädel rasieren. Möchtest du, dass ich dich schneide wie die Trollsacker oder eher nicht? Nein, nein, ich habe auf dem Hinterkopf ein sehr schönes Tattoo. Da, wir könnten mich auch mal wieder tätowieren. Was ein ausgezeichneter Vorschlag. Was ein ausgezeichneter Vorschlag, Sulamin. Deine Schulter ist wahrscheinlich gerade bedeckt, oder? Ja, müsste sie. Er trägt Rüstung. Aber ich bin ehrlich, euers ist das Einzige, was sich bewegt. Immer noch ein bisschen unheimlich, aber ist in der Taverne zum... Also, da kannst du Leute mit beeindrucken. Was ist aus Diamantes Balestrina geworden? Eine Frage. Wartet. Und Rafim fängt an, seine Rüstung zu lösen. Zieht sich sein Kettenhemd über den Kopf. Was seht ihr? Ja, Sulamin hilft mit und schiebt so die Hand runter und betrachtet das. Ich denke, dass zuerst die Abalone da war, also Bitsy. Und wir haben dann wahrscheinlich die Veränderung zu der goldenen Balestrina verpasst. Aber Hage, irgendwelche Ideen, was jetzt der Status ist? Bronzefarbene Balestrina? Weswegen? Brandbronze. Wäre meine Idee. Ronga? Ist es nicht ein göttliches Tattoo? Also wird da was Ungöttliches überhaupt abgebildet drauf? Also es zeigt eine Art von Wahrheit. Es hat, glaube ich, Jalans Minderpakt oder so abgebildet. Wir haben zumindest mal drüber gesprochen. Nee, Jalan hatte keinen Minderpakt mehr, als du ihn kennengelernt hast. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht genau, von was ihr spricht. Sprecht ihr von Bitsy, der Abalone? Nein. Von dem Tattoo, was Rafim auf seiner Schulter hat. Ach so, das verändert sich. Aber das Diamantes war nie Teil des Tattoos. Das stimmt, aber das Ding ist dazugekommen. Das haben wir irgendwann mal erzählt, dass die Abalone sich in dieses Tattoo geschlichen hat, dass die einfach aufgetaucht ist, als du in diesem Kreis gelandet bist.
Oh. Oh, das könnte heißen, dass sie jetzt weg ist. Dann vielleicht hat sich das Tattoo der Balestrina auch verändert und es sieht nicht mehr gemalt wie tätowiert aus, sondern wie eingebrannt als Mal, das Raphim trägt. Mhm. Aber schon verblasst, also eingebrannt, aber verblasst. Und was war das Symbol von Raphim? Vielleicht so, als hätte man versucht, es auszubrennen, es genau. loszuwerden. Genau. Was war das Symbol von Raphim? Ich muss selber gerade noch mal gucken. Warte. Ich glaube, Raphim selber kommt in dem Tattoo nicht vor, weil das quasi seine Freunde waren. Ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, das ist mal beschrieben, leicht warte. Ausgeblichen. Eine ausgeblichene, ehemals goldene Balestrina oder Abalone, die auch einige Schmauchspuren hat. Also sie ist noch zu erkennen, aber sie ist nicht so farbig oder nicht so schwarz wie die anderen Tattoos. Lamin streicht mit der Hand drüber. Es sieht fast so aus, als hättest du oder dein Körper gewaltsam versucht, diesen Teil loszuwerden. Man kann sie noch erkennen, aber nur noch schwach. Ja, ich meine, er hat ja auch versucht, mich loszuwerden. Also möchte ich meinem Körper mal keine Vorwürfe machen. Wie wahr. Und ich glaube, es wäre ein witziges Ende für diese Szene, wenn jemand reinkommt und dann gleich wieder rückwärts rausstolpert. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Wisst ihr, warum der Seelengrund so salzig ist? Es sind die Tränen der Ertrunkenen, die dies bewirken. Und der Schweiß jener, deren ewige Folter dem Vielarmigen aus der Tiefe eine Freude ist.